Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Wir sind hier mit weiteren Aufträgen im Land der Truppkrabbel am Start. Tada, ich habe ein durchgestyltes Truppkrabbelland gebaut. Ich brauche aber noch eine Fanmeinung dazu. Klappt es, wenn man mit fleißig Y sprintet? Naja. Ist das in 3D-World? Ich kann mir gerade vorstellen, dass wir in 3D-World sind. Weil ich glaube, es gibt diese Turbo Stangenfelder, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Aber doch müssen diese. Ach so, ach du. Es ist. Scrolling. Und das gar nicht mal so langsam ist. Yo. Okay. Also es ist fair und ich glaube, es ist eher so ein Rutsch-Level. Rutsch und Slide? Juppen. Ja. Okay, okay. Scheiß auf die Münze. Ich habe nicht gesehen, ich könnte die Münze eigentlich wiederholen. Okay, ein heftiger und schneller Start in den heutigen Part. Ich bin eventuell ein bisschen erschöpft, Leute. Erster Schultag, bla bla bla. Lang wieder Schule, kein Ausschlafen, Schlafmangel. Und was auch immer, Leute, deswegen. Ja. Kann heute eher ein bisschen müde sein, der Part. Und ich glaube, ich sollte erstmal schauen, ob wir was bauen können. So, Toadette, was können wir denn bauen? Boah, 1000 ist auch schon viel. Aber ich glaube, ich will erstmal das zweite OG bauen. Ich denke, ich brauche irgendwie immer noch 5 oder 6 Hämmer dafür. Aber ich glaube, 5 ist das Maximale. Kann das sein? Ja. Okay. Kriegen wir bestimmt heute hin. Oh, neue Aufgaben, perfekt. Also, was haben wir denn noch? Nachtflug in der Clownskutsche. In meiner neuesten Attraktion kannst du einen aufregenden Nachtflug mit einer Feuer Junior Clownskutsche erleben. Sollte dir harte Blöcke im Weg sein, halte Y gedrückt. Du hast ja die mit riesen Feuerbällen. Wenn du ins Ziel kommst, gibt es einen Preis, falls du ins Ziel kommst. Naja, Zirkusdirektor. Ich bin auch Marios ein Talent. So viele Games der hat. Ich sollte das easy peasy schaffen. Ach, wie so ein Bowser besiegen. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Okay, ich will mein Bild schon haben. Ja, okay. Okay. Also es ist immerhin fair mit den ganzen Pilzen. Aber ich stelle mich auch ein bisschen wie ein Depp an. Wahrscheinlich gibt es deswegen auch so viele Pilze für mich. Oh. Okay, ich wusste gar nicht, dass sie so lange springen können und so lange überhaupt sind. Feuerblume, weil ich glaube, es kommt irgendwie Bowser. Du dreckiger Kettenhund. Okay. Okay, das Level ist zwar kurz, aber ich habe keine drei Feuerbälle mehr, deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen Bullshit jetzt. Werde ich jetzt echt verkacken, deswegen. Ich habe schon, oder? Safe. Stimmt. Okay, no. Oh, nein. Gar nicht mal so viele braucht er, okay. So. Okay. Ich glaube, mit den Feuerbällen hätten wir den schneller besiegen können, weil drei Treffer auf einmal ist halt schon stärker als ein Feuerball. Naja, egal. Wir haben jetzt wieder ein paar Münzen. Ha, wir können die Taube machen, aber will ich schon Aufgaben der Taube machen? Ich bin irgendwie so eher nein. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen hinterherkommen, weil wie viele haben wir denn hier noch? Okay, vielleicht sollten wir. Wir sind erst hier. Natürlich machen wir weiter mit Frostflut. Mit meinem Zauber habe ich dafür gesorgt, dass der Fluss im Wald regelmäßig über die Ufer trifft. Die Schiebschieb scheinen begeistert zu sein. So vernünftig, die hüpfen die rum. Nur ob jetzt jemand ohne Kiem noch das Ziel erreichen kann.
Schaffen wir easy. Aber ich habe die Aufgaben vergessen? Oder sind die dann neu dazugekommen, weil ich das zweite OG gemacht habe oder wie jetzt? Das nennt man echt ein bisschen Pech dann. Ah ja, ach. Okay, Yoshi kann schwimmen, das wusste ich gerade gar nicht mehr. Muss ich es sich sagen. So. Okay. Und das war's mit meinen Yoshi. Naja, das war mir eben schon klar. Ach, hallo Yoshi, wir hatten echt eine lange Zeit ohne uns. Ich weiß, wie konnten wir das überstehen? Wir zwei sind doch die Bres. Wie könntest du mich verlassen damals? Du armer Yoshi. Und das Level ist... einfach? Keine Ahnung, kam das jetzt... kamen diese drei Level vielleicht bei irgendeinem zweiten Obergeschoss? Kann das sein? Also, würde ich jetzt meinen... weil es mir genau 6 Level gewesen. Das war ein kompletter Auftrag. Das heißt, ich kann ihn nicht vergessen haben eigentlich. Nee, das war wahrscheinlich wirklich irgendwie hinzugefügt worden. So, okay. Ranken in dünner Luft. Ich habe ein himmlisches Level voller Ranken gebaut. Wer wissen will, was ganz oben wartet, muss eine ganze Weile klettern. Haltest du Lungsdingelchen? Ein Kletter? Also, ich war in der Kletter-AG damals als... war da für eine Schule? Also, wir hatten auch deswegen mal einen Schultag frei. Also, nur die, die in der AG waren, die nicht. Die hatten halt... war ein bisschen am Arsch. Aber ich hatte echt Glück. Ich mag den Start sogar gerade hier. Bam, 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 didam. Ein Kletter-Scrolling-Level. Oh Gott. Ich kann mir gar nicht... alles geplant, aber... Alter! Mario? Ich bin gut im Klettern. Du vielleicht nicht. Dennoch musst du das Level überstehen für mich. Aber ich wusste jetzt nicht, dass ich da tot bin. Wenn ich es mal ganz ehrlich zugeben soll. Okay... also bisher ist es nicht ganz so schwer. Ich bin sogar ein paar Lass die Münzen liegen, Mario. Konzentriere dich lieber auf das Klettern. Über den Wolken. Noch für eine Blume? Jawohl, danke. What the? Schön auch zu wissen, dass hier mal... okay, hier sind ja... echt? Ich dachte, es ist ein Himmel und keine fliegenden Inseln. Die haben mich gemobbt. Okay, so, was bringt mir jetzt einen Stern? Schiebt, schiebt. Lakito? Lakito? Okay, Lakito! Okay, nein. Ey, da... der schießt Bomb-Oms. Ey, was ist das denn für ein Lakito? Ey, Riesenketten. Ey, der riecht. Der wirft Kettenhunde. Was ist das für ein Kletter? Was ist das für ein Kletterlevel? Ey, ich will raus hier. Raus aus der Hölle. Na egal. Kettenhunde, Pop-Oms, Chips, Chips, da kommt als nächstes der Bowser runter. Nein, ich glaube, das geht. Keine Ahnung, aber das würde richtig assihaft werden, wenn man Bowser rausspammen könnte. Ja. Machen wir noch eine Aufgabe, dann können wir schon mal die irgendwas anderes machen. Goomba Rohrpost. Ich liebe Goombas. Also ich habe sogar selbst einen Goomba Plüsch, also
ich spiele mit dir. Deshalb habe ich jetzt ein kleines Häuschen gebaut, wo man ihn sehen kann, wie sie durch die Glasmonde rutschen. Wer will ihm Gesellschaft leisten? Eigentlich wären die Sinkumas Lohn genug, aber ich lege sogar ein paar Münzen drauf, Gumba-Fan. Also Gumba-Fan, wenn du mir meinen Gumba-Plüsch abkaufst für ein Tausender, wären wir im Geschäft. Nein, mein Gumba-Plüsch, der ist heilig, der... Einfach Kindheit. Zehn Münzen nehme ich ganz ehrlich, ganz gerne an. Ich glaube, es ist... Ich glaube, es ist so ein Level, was man eigentlich nicht sterben kann. Ich korrigiere mich, man kann in diesem Level sterben. Ey, aber jetzt haben wir immerhin 5 Münzen plus gemacht. 5 Münzen plus gemacht. Okay, vielleicht sollte ich mich konzentrieren. Mehr ist... Ey, was habe ich denn heute auch? Ach so, man soll die Münze so holen. Nein, das mache ich doch nicht so. Mir ist das ein bisschen irgendwie komisch, das Level. Okay, das ist eigentlich eine nice Idee mit diesen... Also... Danke. Diese Gummaruhrpost, die lässt mich echt... War eigentlich dumm, ja. Gebe ich zu. Ich gehe erstmal... Obwohl, ich glaube, oben ist der finale Weg. Ja. Also, das Level mit Gumbas finde ich gar nicht mal schlecht, aber es werden auch nur Gumbas benutzt. In dem Geisterhaus. Also, ob Gumbas so gruselig sind, mag ich mal zu bezweifeln. Ob Gumbas gute Gegner sind? Ja, natürlich. Gumbas sind die besten Gegner der Welt. Und den Sprung hätte ich gleich noch ein bisschen besser machen können. Aber es ist 2D in 3. Es ist ein 3D-Game in 2D, also... Ach. Jetzt können wir, glaube ich, die Kanone machen, stimmt. Oh, den zweiten Uki haben wir auch bald. Und wir sollten uns auch mal den Block eigentlich anschauen. Ja, ich glaube, wir machen erstmal die Kanone des Ostflügels. Und dann sollten wir mal auch mal beginnen, vielleicht das Dach mal endlich zu machen. Würde ich mal vorschlagen. Aber was ich heute machen will, sind eigentlich die letzten Aufträge da zu machen. Hier noch, eigentlich die drei. Der riesengroße Buhu-Spukhaus. Junger Freund, ich habe vor, eine Geisterbahn zu eröffnen. Ich brauche aber noch meine Probebahn. Probebahnen? Okay, keine Ahnung. Ich kenne das Wort nicht. Um das Ganze zu testen, wenn du das Ziel erreichst, kriegst du einen Lohn. Falls du das Ziel erreichst. Ich werde das Ziel erreichen, nicht schon wieder, okay? Zirkusdirektor. Ach, das ist der schon wieder. Ich glaube, der meint so... Okay, das heißt, man hätte sich sogar da hinten schon den Weg verbauen können, okay. Ich glaube, das ist Mario Bros. Style. Ach, ich kenne mich nicht ganz so gut aus damit. Okay. Bisher eigentlich recht machbar. Na, Zirkusdirektor kann eine Zirkusbahn nicht... Ja, ich glaube, ich lasse es. So, Zirkusbahn, jetzt ist es schon besser. Ah, der war ein Behus, habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, okay. Ich nehme vielleicht alles zurück. Es sind jetzt leider Musiknoten drauf und Musiknotenblöcke sind die schlimmsten. Natürlich klar. Ach, komm. Warte mal, ich habe das Gefühl, es ist ein Troll. Okay. Tschüss, die Viecher. Tschüss.
Okay, das Level ging eigentlich komplett klar. Und man kriegt auch in diesem Style 10 Münzen, wenn man den Bild bekommt. Okay. Mein Cheese, also ich glaube, wir schaffen heute auf jeden Fall alles. Und ich glaube, das erste, oder das zweite OG ist fertig, nicht das erste. Ich glaube, dann kommt noch das Dach, würde ich denken. Und dann war es das auch. Weil ich bezweifle jetzt, dass das irgendwie noch eine Kanone oder so hat. Hä? Oh weh, oh weh, weh. Es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste, eine Panik zu vermeiden. Also, lies einfach das hier. Todesrettung-Mission? Mein Tod ist entführt worden? Ah, der Rote dort wurde entführt. Die Bauleiterin war einen Moment in den Stehen eingeschlafen. Das hat sie sich nicht davon mitgekriegt. Du musst den Roten dort zurückholen, so schnell es geht. Mein roter Tod? Wer das auch war. Schande über euch. Ihr könnt auch nicht mein Tod entführen. Gerade als Ender-Tod geht das nicht. Nee. Ach, okay. Oh, oh, ich mag diesen Style hier nicht so gern. Okay. Ja, ich mag den Style nicht. Ich mag diese Schwerkraftlosigkeit irgendwie gar nicht mehr so. Das Umgekehrte, wo man halt auf dem Kopf steht, eventuell ist mir sogar lieber als das hier manchmal. Mein roter Mitarbeiter ist wieder am Start. Den werde ich natürlich wieder ausbeuten. Ich werde alle ausbeuten, die ich hier habe. Ich werde jeden ausbeuten und ihm das 100 Euro verlangen. Und Mario, kannst du bitte hier hochgehen? Hier hoch! Und diese 30er-Coin mit... Und über diese Gumpas hinaufspringen. Bam, bam. Und ins Ziel mit Tauri gleiten. Okay. Genug mit der Gesangseinlage, genug mit dem Cringe. Das ist abgehakt für den Part. Weiter geht's, dass wir die Mission erfüllen und es könnte vielleicht ein kleiner längerer Part werden, weil ich will schon gerne noch diese hinteren abschließen. Keine Ahnung, ich find's gut. Oh, er ist gespawnt. Geil. Ist da vielleicht ein Mob-Spawner? Vielleicht ist im Schloss da einfach ein Mob-Spawner drin, wer weiß. Kanone, ja. So, ja, ja, du hast die Bauleiterin. Der große Kampf auf den kleinen Stern. Hilfe! Bowser Jr. hat diesen Planoiden übernommen und ich will ihn natürlich auch hin. Die Schwerkraft hier ist geringer als anderswo, aber B halten, um gegen einen Supersprung zu vollführen. Kann man auch hier jemand mit Bowser Jr. vertreiben und ich habe gerade, glaube ich, alles komplett komisch vorgelesen. Und das ist jetzt genau das Team, was ich gerade zur Todrettung machen müsste. Hätte er das nicht einmal später machen können, hätte ich mich ein bisschen einfinden können. Ja, das ist halt so ein bisschen auch Schwerkraft halt. Eigentlich cooles Theme. Man kann so viel auch wieder machen damit. Boah, ich... Tim, Tim, Tim. Okay, ich glaube, der erste Schuh. Spring! Es geht so: Springen auf einen Block auf den anderen, Mario. Und nicht anders. Ach komm, Luigi, du hast ein eigenes Game. Du musst dich nicht hier auftauchen und alles übernehmen, was Mario macht. Du bleibst immer ein Loser. Obwohl, nein, Luigis Games sind gut. Ich will mich nicht Luigi verbauen. Boink. Boink. Boink.
Dum, 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 dum. Boah, ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Zeit sterbe. Ah, der Mond ist mal friedlich, Leute. Der Mond ist friedlich. Ja, vielleicht sollten wir den jetzt auch langsam verwenden, den Mond. Moni? Nein? Du hast keinen Bock auf mich? Okay. Mond, komm her. Okay. Boah, wenn er mich jetzt killt. Das ist mir damals wirklich mal passiert. Der Controller hat fliegen gelernt. Ein paar Kilometer weiter. Ich weiß nicht, wie das überlebt hatte, aber er hat irgendwie noch überlebt. Okay, die letzte Mission oder wollen wir die uns von den nächsten Part aufheben? Ich komm. Ist mir egal. Wir machen weiter. Ist das ein kleiner Part? Obwohl, es ist Roter Yoshi. Roter Yoshi ist von Chip Sheeps. Chip Sheeps springen durch die Nacht. Wenn möchte sie auf einen roten Yoshi schwingen und 25 Chip Sheeps besiegen. Drücke entweder Y, um Feuer zu speien, oder streif dir ein Cape rüber und halte B gedrückt, um sachte zu einem anderen zu schweben. Vater und Krieger. Egal, komm. 25 Chip Sheeps besiegen. Das machen wir noch heute. Ich hoffe, das ist keine lange Mission, die jetzt 5 Minuten gefüllt geht. Das wäre schon ein bisschen RIP. Bisher waren die Mario Maker Parts auch eigentlich sogar echt kurz, muss man sagen. Und deswegen. Okay. Und wir haben ein bisschen verkackt, okay. Sind das wirklich... Was mit dem Cape? Ich glaube, dann fliegen wir ein bisschen besser, oder? Ja, okay, dann fliegt man echt besser. Bam, bam, bam. Okay, dann ist ja echt ein bisschen easy. Okay, es sind ja auch ein bisschen, ich stimme, es sind ungefähr, glaube ich, 35, 32. Dann ist es eigentlich auch. Ja, okay, die Münze kriegt man auch fast nur hiermit. Okay, bei einer schnellen Mission, die eigentlich halt, glaube ich, so ein bisschen die Funktion vom roten Yoshi austestet, den wir auch gerade zum allerersten Mal gespielt haben. Was mich sogar schockiert, weil eigentlich sind wir schon gut vorangeschritten. Egal. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Abonnieren nicht vergessen, um den nächsten Part von Super Mario Maker 2 nicht zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Und ciao, ciao.